So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes The Awakened. In dieser Folge haben wir das Herrenhaus soweit abgeschlossen, haben herausgefunden, dass der gute Mr. Arneson gar nicht mit hinter den vermissten Fan und den Opalen steckt, sondern wahrscheinlich Ashmat. Denn Ashmat ist einer seiner Bedienstete gewesen und wir haben Informationen und Hinweise gefunden, die darauf schließen, dass er mit involviert ist und haben, ja, den Mord auch, ich denke mal, soweit aufgeklärt. Die zwei Personen waren, ja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Sehr traurig das Ganze, weil sie könnten halt noch leben, aber nun ja, so ist halt mehr oder weniger zu dieser Zeit das Leben gewesen. Und ja, ich habe mich jetzt nochmal umgeguckt und wir müssten jetzt soweit fertig sein im französischen Viertel. Ich habe jetzt keinen weiteren Fall entdeckt. Hoffe ich zumindest. Die hatten wirklich nur diese eine Hunderasse hier. Ansonsten, wenn ich doch jetzt irgendwas übersehen hätte, wir können ja immer wieder hin zurück, müsste ich halt einfach nur das Kapitel laden. Und dann zeige ich euch das einfach nochmal. Wenn wir was vergessen haben sollten. Ja. New Orleans Port, and quickly. Und wo ist das Pferd, den wir parken können? Innocent slaughtered, a woman lynched, a boy forever traumatized. I fear we've crossed the Rubicon, Holmes. Davy is resilient, much like Eula. They will overcome this. You're right, but I worry this portends far worse for us. Oh ja. What have we got ourselves into, Holmes? Vor allen Dingen mit dem Sheriff. Vor allen Dingen mit dem Sheriff haben wir jetzt uns keinen Freund gemacht. Der hat es so richtig auf dem Kieker. So, Lucy war ja die gute Frau vor der Nymphe aus von Luciana. Who's your friend, Frank? We love a new face. And his is particularly lovely. Wir warten jetzt hier Lucy. Who is Lucy? Are you Lucy? Do you know anything about this? No, honey, I've heard nothing. I heard nothing. Ja, hier, ne? Watson ist im Element. Can you satisfy my curiosity? No, honey, I've heard nothing. Excuse me, just one question. No, honey, I've heard nothing. Hat noch gar nicht mal eine Frage gestellt. Das vielleicht Lucy? May I ask you something? No, honey, I've heard nothing. Wer war denn die Lucy? Ach, bist du die Lucy? Johnny Boy. So how was it with champagne? Most enlightening, thank you. And now my friend Mr. Holmes would like to talk to you too. Well, ain't you something? What can I do for you? I'm afraid I bring bad tidings. How bad? It concerns your significant other, Arneson. Arneson? Now who said we were lovebirds? Lucy, we only mean to help. No word of the matter shall spread. What are you implying? Ach, jetzt kommt das jetzt wieder. Nee, also abgedrängten Finger, damit will ich sie jetzt nicht konfrontieren. Genau, wir machen, ne? Der Liebesbrief. The man in this letter seemed ready to declare his feelings for you. Sounds like he was more than a client. It's part of the job. Men can say weird things when they think they're in love. Ja, genau. Obwohl, sie können natürlich auch rein theoretisch mit ihm gespielt haben, um ein bisschen mehr Geld abzufassen, weil er war ja reich. Oder ist immer noch reich, weil er lebt ja hoffentlich noch. Genau, wir haben hier die Fotografie. This photo of you and Mr. Arneson suggests the feelings were reciprocated. Looking interested when with the client is part of the job, Mr. Holmes. I don't even remember the man. Genau. To say you take pictures with everyone. If they ask nicely. And pay. So. Oh. Verlobungsring. Gehen wir mal auf die Tour. Ja. Arneson definitely paid for a ring in your size inscribed My princess, my love, my heart. It is for you. Arneson was going to propose marriage. Facts are clear.
You know Mr. Arneson and, perhaps, even love him back. Regardless, he has been abducted. His life is hanging in the balance. Please, help me save him. Oh, my Errol! What have you gotten yourself into? I didn't want to believe this could happen. Lucy, Lucy, what do you know? Could it have been the sheriff? I don't know, John. This town has darkness in it. Errol and me, we had plans, dreams. We wanted to make this place better for all the folk who live here. Errol had grown suspicious of Ashmat, thought he was acting odd. He brought up the bayou. I told him to leave it all alone. The water's there, they swallow everyone. You mean the alligators? No. It's local legend. The bayou's dangerous. Any visitor that sees death messengers, they die. These messengers, are they abstract or a landmark? They're white lilies. You see a path with them flowers, you turn around. All right, Watson. We must find someone to take us to the bayou. Lucy, you have our thanks. We will go and look for Arneson. Ach Gott, die Arme. So, Watson! Who on earth would harm Errol? Ach ja, da gibt's so einen Kult wahrscheinlich. Der vermissten, der Leute hier opfert an irgendeiner See. Ja, wenigstens etwas, ne? In dieser dunklen Zeit. So. So, bestimmt zu unserem hier Best Buddy. Denke ich. Oder auch nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Lucy, Mr. Arneson Geliebte, sprach mit uns über seine Verbleib. Sie sagte, Mr. Arneson sei einem Bediensteten Ashmat gegenüber misstrauisch geworden und habe vorgehabt, ihm in die gefährliche Sümpfe des Bayou zu folgen. Sie haben dann versucht, es ihm auszureden, doch offenbar unerfolgt. Lucy erzählte uns von einer Legende, wonach ein Pfad in den Sümpfen jeden verschlingen würde, der ihn beschreitet. Sie sagte, dass es sich bei dem Boden des Todes um eine Bezeichnung der Einheimischen für weiße Lilie handelt. Aber weiße Lilien sind so schön. Ja, vielleicht müssen wir auch nach links. Nee, die Brücke ist immer noch hochgezogen. Okay, dann haben wir wieder... Watson! Hopefully we won't stumble upon the sheriff. Wie kommen wir denn jetzt in den Sumpf? Oh! Wollen wir mit Lucy da auch noch mal reden, wegen der Champagnerflasche? Wo hatten wir die denn gefunden? Das war, glaube ich, auch im Herrenhaus, oder? Ich glaube, ja. Wir reden erstmal mit Lucy über die Champagnerflasche. Weiß man nicht, warum jetzt, aber machen wir einfach mal. Wish I could do more. Besides praying for your and Errol's safety. You both look tired. Lucky we have ways to lift your spirits. Yeah. Can I ask you a question? That's not something I know, sir. Someone else might know more. Vielleicht in der Bar, wo wir Frank Barnaby gefunden haben. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt mit dazu zählt. Was die Could you help me? I have no idea what you're talking about. Oh, da hätten wir mit der Bediensteten reden müssen. Obwohl, die Champagnerflasche war ja eigentlich in dem Geheimzimmer, oder? Ist ein paar Tage her, seitdem ich das mal gespielt habe. Deswegen kann ich das jetzt nicht mehr so genau sagen. Wissen Sie irgendwas darüber? May I ask for your assistance? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Ich würde jetzt einfach mal zur Bar gehen. Dachte jetzt, dass wir einfach in Bayou fahren. May I ask for your assistance?
Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Eine teure Champagnerflasche. Sorry. Could you help me? Sorry, mister. I can't help you. Ask someone else. Oh. Watson. Hilf mir doch mal. Ich bin wieder ein bisschen lost. Na gut, in Chinatown. Na, wir haben nur noch das hier. Warum muss ich jetzt über die Champagnerflasche reden? No, first I've heard of it. Oh, verdammt. Yeah. May I ask for your assistance? What makes you think I can be of any help? Weiß nicht. Sie sehen aus, als würden sie viel trinken. Sorry. So, guck mal, die sieht aus, als könnte sie sowas leisten. May I ask you something? I have no idea what you're talking about. Oh. Vielleicht die zwei Herren? Do you know anything about this? Doesn't remind me of anything. Ja, aber wer denn? Dann würde jetzt niemand einfallen, der mir zu diesem teuren Champagner irgendwas sagen könnte. Hier im Aktionshaus steht auch niemand mehr davor. Wir nehmen aber trotzdem rein. Wahrscheinlich nicht. Wir können trotzdem mal versuchen. Nee. Och, Mensch, Watson. Das ist doch doof. Das ist doch jetzt... Ich weiß ja irgendwas davon. Could you help me? I'm very sorry, sir, but I can't help you. Help me, please. Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Boah. Ist man doch vielleicht doch ins Fischerdorf? Is this familiar to you? Can't say I've heard about that. Geh jetzt einfach mal ins Fischerdorf, weil dort gibt es ja auch die Boote. Wir wissen ja, dass wir ja in den Bayou müssen. Stimmt, wir hatten ja... Oh, wie hieß denn die... Die wir doch von der Lucy, glaube ich, aus fragen sollten, oder? Wie hieß denn die? Ja, auf jeden Fall auch im Sumpf vertreten. Ist das familiar to you? No, first I've heard of it. Ach ja, manchmal ist es ein kleines bisschen schwierig. Ja, ich denke, ich auch wieder zu kompliziert. Ich meine, ich kann eigentlich über die Brüstung schmeißen, oder? Doesn't remind me of anything. Anything. Someone else might help you better, sir. Better, sir. Ich finde diese englische Aussprache finde ich so cool. So, hier haben wir auch nichts weiter. Guck mal, die Tante meine ich doch. Mit den zwei Boxern. Can you help Hello me? Again. Yeah. And thank you. Your last tip proved extremely useful. Don't mention it, Cher. Champagne ain't one for trickery. Now, if you need more help, oh yeah. As it happens, we need to take a short trip through the bayou into the nearby swamp. Of course, you'd receive fair compensation. It's almost dusk, and only fools go into that swamp at night. Come back tomorrow. Champagne will take you down. That will not do. We must go now. It is of grave importance. I won't take you. But if you're crazy enough to go, I'll sell you the boat. Wouldn't you know it, I came across a bottle of your namesake. Will that be enough for a boat? It's warm. The bottle's dirty. But we got a deal. I'll even lend you this rifle. If you go in the swamp, you'll need it. One last favor. The boat that we came on is to leave tomorrow for Europe. Would you kindly relay a message to the crew for us? We may need them to hold their departure till 8 in the morning. Of course. Braut sein Glück allein. Kapitel 6. Der Ruf des Bayou.
Sümpfe des Bayou. At least in Afghanistan, we had nippy nights. It makes one yearn for rainy London. This place, Champagne, did not mince words about it. Keep your wits about you, Watson. We are inching closer to the heart of this mystery, however dark it may be. Hell's bells! I told you to stay away, Doctor. That he did, Holmes. I rule these walls. No hiding from me here. No case goes cold on my watch. Settle down, boys. Our friends are as good as gone. This is it, Watson. Our moment of truth. No? Du Heilige. Oh Gott. Können wir hier ran? Holmes, do you believe the sheriff that we won't escape? One cannot be hurt by superstition, Watson. Hallo, this hut has been abandoned for a long time. It reeks of damp. We're more likely to sink in there than on our boat. Let's go. Kann ich hier eigentlich rein? Okay. Muss man immer mal probieren. Ich will hier rein! Okay, dann doch nicht. Oh, können wir uns wieder so ein bisschen... Nein, wir können uns nicht ein bisschen Shigimigi anziehen. Also, dass ich auch was zum Gucken habe. Halt die Frage, wo müssen wir denn hin? Hier weiter. Look, Holmes. Fireflies. Ja, wie romantisch. This is really romantic. Also unter anderen Umständen, ja, könnte ich mir das als Date schon schön vorstellen. Wo sind denn hier die Alligatoren oder die Krokodile? Warte mal. Ich weiß halt nicht, wo wir hin müssen. Ich will halt wirklich erstmal in die falsche Richtung. Oh. Ach so, das sind Blätter. Nee. Ah! Da ist Blut. Das ignorieren wir wohl einfach hier. Dass hier Blut ist. Ja. Okay. Achso, hier ist ein X. X heißt doch bestimmt, hier müssen wir lang. Dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. In Hoffnung, dass hier kein X ist. Ich denke mal, verirren können wir uns hier nicht. Hoffe ich zumindest. Guck mal, hier mal kein X. Boah, ne? Ach nee, hier haben wir auch ein X. Aber ich will ja... How did this shipwreck get here? Let us just ensure we do not end up the same way. Ja. Ah, oh, ich schaue noch mal kurz um. Aber wie gesagt, ich bei solchen Spielen bin ich immer so paranoid, weil ich Angst habe, in die richtige Richtung zu gehen und verpasse halt irgendwas ganz Cooles. Deswegen, ja, gut, ja. Aber ich höre irgendjemanden laufen. Das macht mich voll fertig. Aber es hätte mich mal interessiert, ob das Sherlock wirklich abgedrückt hätte. Guck mal, hier haben wir nämlich eine Hütte.
fisherman's hut. Not what we're looking for. Nicht? Aber wir hätten wirklich auch mal zu einer normalen Zeit hier, ne? Hinschippern können. Warum sind hier diese weißen Kreuze? Das macht mich... How are you faring, Watson? Are you tired? Not yet. But I've more than had it with these damn mosquitoes. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich in die Richtung. Aber solche Sümpfe finde ich auch schon echt ein bisschen gruselig. Also da möchte ich jetzt nicht freiwillig irgendwie hier Zeit verbringen. So. Eine Abbiegung. Boah, ich höre die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Mal wieder hier. Nee, oder? Doch. Okay, wir sind wieder hier. Alles klar. Sind wir einmal im Kreis geschwommen? Das heißt, wir begeben uns jetzt hier nach links. Da war es mir schon ein kleines bisschen leid, ne? Muss ich hier wirklich abmühen. Damit wir schnell von A nach B kommen. So, hier mal das Wrack. Suchen wir das? Boah, ist ja richtig versunken. Kein Kommentar dazu? Kein einziger. Aber will denn hier schon freiwillig im Sumpf fischen? Gibt es überhaupt Fische? Da muss man die ganze Zeit Angst haben, dass man von einem Alligator gefressen wird. Guck mal. Wir haben hier ein paar Hütten. Wollen wir uns die mal angucken? Also ich wäre ja dafür. Mal kurz gucken. Muss ich denn jetzt hier... Ach so. Mal. Kann ich überhaupt hier rein? Komm. Ja. Ach nee. Aber... Aber Watson! Wonach suchen wir eigentlich? Na, eine Hütte, die wichtig ist. Boah, Alter. Oh. Was habe ich denn, Vogel? Boah. Ich hoffe, es war ein Vogel. Guck mal. Ich bin schon auf der richtigen Spur. Oh, vor allem können die ja voll aufs Boot springen, nicht? Ey, wenn ich alleine wäre, würde mich so einschalten, ganz ehrlich. Ich denke mal, es gibt bestimmt den linearen Weg. Wir kommen. Oh Gott.
Oh ne, was? Ach, das sind wir. Boah, ich werde hier wirklich noch paranoid. Guck mal. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht, oder? Sieht das wichtig aus, Watson? Ich glaube, wir waren hier schon, oder? Ich glaube, ja. Oder? Ja, wir sind im Kreis gefahren. Okay, wir müssen uns also wirklich an diesen weißen Kreuzen orientieren. Also ich denke mal, bei dem gleichen Geräusch waren wir schon richtig. Wir hätten wahrscheinlich einfach nur woanders abbiegen müssen. Wahrscheinlich, nee, guck mal, doch auf der rechten Seite wahrscheinlich. Oh, alter Falter. Hier haben wir die uninteressanten zwei Hütten stehen. Okay, dann gehen wir hier rechts, weil wir sind ja... Achso, wir sind ja eigentlich... Ah ne, wir müssen hier lang. Sind wir damals falsch gefahren? Wir führen viele Wege nach Rom. You're rowing like a professional, Watson. University of London Boat Club. Silver medalist, 1874. So. Wo müssen wir jetzt lang? Hier lang. Wir sind die weißen Kreuze. Da war wirklich jemand richtig nett zu uns. Ja, wieder hier. Wir sind dann hier abgebogen, ne? Und das war ja falsch, weil wir rudern dann wieder zurück. Das heißt, wir rudern jetzt vielleicht in die Richtung. Dann rudern wir ja wieder auch zurück. Hier ist mir lang gerudert. Und weiße Lilien. Ich sehe hier keine weißen Lilien. Ach da, ach da noch suchen wir. Ach so, gut zu wissen. Immer weiße Lilien. Oh. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber wir schwimmen jetzt einfach mal hier rein, oder? Da kann es schon passieren, ne? Nur, dass wir geopfert werden wahrscheinlich, ne? Hearing drums. Drums in the bayou? Ja. Ich denke. Ja. Wollen wir nicht doch lieber zurückrudern? Ich möchte gerne wieder mein verregnetes Slon. Ich habe gerade irgendwas krummeln gehört. Holmes? I think I heard something swim underneath our boat. Ja. Probably just a rotten log. Nee. Boah, diese Trommel machen mich wahnsinnig. Oh Gott. Aber wir rudern todesmutig weiter. Did you hear that, Holmes? What do you see? Nothing. Shadow. Nothing more. Ja. Oh nein. Oder doch? Okay.
Haben wir es ja richtig? Bin ich wieder falsch abgebogen? Hä? Doch, da muss ich hin. Hä? Mach ich das jetzt gerade richtig oder eher falsch? Folge ist einfach den Flammen. Aber da hat sich ja wirklich jemand die Mühe gemacht und hat sie alle jetzt entzündet. Oh. Immer den Krähen nach. Ach so, ich bin wohl die ganze Zeit... Oh, ich hätte natürlich auch den ersten Teil lesen müssen, nicht? Ich hätte die Kreuze meiden müssen. Ah, da mal ein Kreuz. Okay. Die Flammen haben wir doch jetzt schon erledigt, oder? Ja, da haben wir eine Flamme. Ah nee, jetzt sind wir wieder hier. Die ganze Zeit ja an. Nee, hier muss ich jetzt nicht hin. Hä? Ich bin gerade folgenden Boten des Todes. Okay, nur vor die Flammen. So. Ich bin den Lilien gefolgt. Dann kamen wir hier an, aber ich habe jetzt die Befürchtung, dass wir eigentlich andersrum hätten fahren müssen. So, hier müssen wir durch. So, dann sind wir hier durch. Dann kamen wir wieder... ich habe irgendwas gehört. Ach, der... Immer den Krähen nach. So, jetzt müssen wir ja... Nein, theoretisch wieder... Ach, nee, ich bin falsch. Hier kamen wir ja, ne? Oh, Holmes, können wir nicht wieder nach Hause rudern? Ich habe wirklich mir alles gerade ein kleines bisschen so hoch. So. Jetzt habe ich wieder ein Kreuz hier. Ich bin wirklich gerade überfordert. So. Wenn ich jetzt hier hinschippe, dann müssen mir hier weiße Kreuze jetzt entgegenkommen. Wurde es jetzt getriggert? Weil ich richtig gefahren bin? If you told me when I binned your paper that we'd end up fleeing the law in a rowboat through the Louisiana Bayou. I dare say you would hardly been surprised.
Wo bin ich denn jetzt? Ich bin voll überfordert. Wo ist es hier rechts? Es ist eigentlich bestimmt eine ganz einfache Angelegenheit, aber da ich mal wie immer nicht den Hinweis gefunden habe, nicht gefunden, also ich habe ihn ja gefunden, aber gelesen habe und einfach frei Schnauze gefahren bin, dachte mir so, ja, wir werden schon jetzt hier irgendwie ankommen. Pustekuchen. Oh Gott. Was? Ja. Jetzt kommen die Trommeln wieder. Aber ich würde sagen, ich habe mal kurz hier die Pause. Ich speichere mal. Ne, ich kann gar nicht speichern. Das heißt, ich muss dann wieder da durch. Ja, weil wir haben schon 36 Minuten. In der nächsten Folge werden wir die wundervolle, schöne Bootsfahrt auf jeden Fall weiterführen durch den sehr romantischen Bayou mit Naturgeräuschen und ein paar Trommeln. Und vielleicht werden wir ja mit einem Candlelight-Dinner empfangen. Das heißt, ich mir auf jeden Fall verdient nach den ganzen Strapazen. Und ja, dann werden wir mal schauen, ob ich in der nächsten Folge Erfolg haben werde. Aber ich denke, die Trommeln, die sind bestimmt schon hier der Indikator, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.